Ist nicht geil. Willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben hier einen G63 AMG und der ist auf unserer Twin Bush Bühne, die ja 3 Tonnen maximal heben kann, meines Wissens. Oder sind 3,5? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich meine, das ist hier die 3 Tonnen Bühne. Und ja, wir schauen mal, ob das funktioniert und wie man den hier so anheben kann. Ja, Neuwagen-Detailing bekommt er natürlich komplett. Jetzt sagen viele vielleicht, ja, warum muss man hier so einen Neuwagen polieren und so weiter. Und ja, das kann ich euch sagen. Ja, guckt es euch an. Ihr seht Hologramme, ihr seht Kratzer. Das geht so hier über das ganze Auto. Auch hier seht ihr schön die Holos. Hier natürlich ganz heftige Schleifspuren auch, Hologramme. Ja, wie gesagt, zieht sich so über das komplette Auto, egal wo ich jetzt hier so hinleuchte, irgendwo finden wir immer was. Hier auch da, wunderbar zu sehen. Ja, ist auch egal, deswegen glänzt halt auch der Wagen noch nicht so geil, weil der halt Hologramme drin hat, Grauschleier drauf und so weiter und so fort. Aber wir wollen jetzt um die Bühne reden. Ja, wir machen natürlich hier 1- bis 2-stufig polieren wir den, wahrscheinlich dann eher 2-stufig. Felgen müssen runter, deswegen müssen wir auch die Bühne hochfahren. Denn Felgen werden versiegelt, Bremssättel und die Plastikradhausschalen werden wir auch keramisch versiegeln. Klaro, Scheiben natürlich auch. Hinten sehen wir einen R8 RWS. Der hat auch ein Detailing bekommen, könnt ihr euch auf Instagram reinziehen. Da können wir gerade mal checken, ob die Versiegelung auch funktioniert. Gucken wir einfach mal. Ja, perfekt. Felgen, Bremssättel wurden natürlich auch keramisch versiegelt. Können wir uns auch mal angucken. Machen wir mal hier. Ja, super, perfekt. So, schauen wir uns mal an. G-Klasse, G63 AMG, volle Hütte kann man sagen. Als erstes muss man natürlich mal das Ersatzrad abbauen. Klar, damit wir da auch polieren, versiegeln können. Da liegt der Rest. Und jetzt schauen wir mal, wie wir denn hier mit der Bühne hochkriegen. Der hat natürlich hier unten die Endrohre und das heißt, ihr braucht ein bisschen mehr Platz. Und ich habe das jetzt hier so gemacht. Ich habe hier so Vierkanthölzer, die zufälligerweise mal, als die Bühne hier geliefert wurde, mit dabei waren beim Verpackungsmaterial. Ja, und dann haben wir die Gummiklötze da drauf und Mercedes gibt ja auch Aufnahmepunkte vor, aber ich halte mich da nicht dran, denn ein Aufnahmepunkt ist zum Beispiel hier vorne. Hier. Ne, das ist da der Axtträger, würde ich mal sagen. Ich mache das nicht so gern da, wo Schrauben sind oder so. Ist natürlich perfekt, kann man machen, aber noch geiler ist es doch, wenn man so ein Auto hier am Hauptrahmen ansetzen kann. Da hast du nämlich eine schöne, ebene, gerade Fläche und so ist jetzt hier auch der Plan. Wie ihr seht, ist der relativ weit innen, das heißt, die Hölzer liegen auch am innersten Punkt der Bühne. Ne, besser wäre immer, die liegen hier so mittig. Aber ist jetzt hier leider nicht der Fall. Wir müssen das so irgendwie hinkriegen. Und jetzt schauen wir mal, ob die G-Klasse, die ja 2,6, 2,7 Tonnen, je nach Ausstattung und so weiter, ungefähr wiegt, mit der 3-Tonnen-Bühne hier hochgeht. Ja, wie gesagt, wir müssen eh die Felgen abmachen und deswegen muss der halt hoch. Ne? Schauen wir mal. Also, gucken wir mal, was hier passiert. Kleiner Tipp, immer mal kurz checken, bevor ihr drunter dockt, ob auch alles perfekt sitzt. Das sieht gut aus, auch hinten sitzt alles unterm Rahmen. Yep. Gimbal läuft auch wieder. Ja, also sitzt alles am Rahmen. Und dann, ja, würde ich sagen, Action. Mal gucken, ob der Bock hier hochgeht.
wir sind in der ersten Raste drin. Das ist immer ganz wichtig, ne? Gerade bei so schweren Autos. Ich habe da echt immer Angst. So. Und wir machen das jetzt auch hier so, dass wir machen die Felgen runter, machen dann als erstes Felgen, Radhäuser, Bremssättel, damit die Felgen auch heute Abend wieder drauf können, damit der Wagen maximal, ich sag mal, maximal hier einen halben Tag oder einen Tag, was ist denn hier los, auf der Bühne steht. Das ist so das Ziel von der Geschichte. Ich muss mal den Gimbal hier abstellen, weil das ist ja wirklich Katastrophe. So, machen wir das lieber mit der Hand. Gucken wir jetzt nochmal von unten, wie das aussieht. Also wie gesagt, ihr müsst ein bisschen Platz bauen, damit ihr nicht auf den Endröhren aufsetzt. Und wie ihr seht, sind wir hier super drauf. Ja, die Bühne, hier steht es nochmal, 3 Tonnen. Die ist jetzt 4 Jahre alt, läuft immer noch wunderbar. Ist natürlich keine High-End-Bühne, aber ja, man sieht, die ist jetzt so leicht in der Mitte, natürlich so ganz leicht schräg, ne? Das ist nicht geil, aber die Bühne muss das können, denn die Bühne ist für 3 Tonnen ausgelastet und deswegen muss sie das schon schaffen. Aber ich würde jetzt, wie gesagt, ein Auto nicht hier ein paar Tage so stehen lassen, das ist nicht cool. Aber so kriegen wir den auf jeden Fall hoch und ja, können die Räder runter machen und keramisch versiegeln. Kurzer Sprung, denn jetzt habe ich doch die Felgen mal runter gemacht schon, denn wir wollen ja jetzt die Bremssättel reinigen, keramisch versiegeln, ebenso die Radhäuser. Ja, also funktioniert. Ich habe aber auch mal eine E-Mail an Twin Bush gemacht, ob da denn alles so okay ist hier auch, da die so leicht nach innen verbogen ist, aber wie gesagt, müsste die eigentlich noch mal locker schaffen. Wenn euch die E-Mail-Antwort von Twin Bush interessiert, schreibt das gerne in die Kommentare. Dann kann ich das nachträglich hier anpinnen. Ja, besorgt euch auch immer hier so einen kleinen Helferchen, um Felgen schön wieder drauf zu stecken und auch runter zu machen. Das ist einfach gerade bei so riesen 20 oder 21 oder 22 Zoll, jetzt habe ich gar nicht drauf geguckt auf jeden Fall. Die sind schwer wie Saudi-Dinger. Ja, so sieht das hier aus. Also Leute, vielen Dank für's Zuschauen. Wir starten jetzt durch. Könnt auf Instagram wie immer dabei sein. Let's go!